rasselnde Kehlen, mit Hefe geflutet, als uns der Lampe ordentlich angeknipst. Nagel auf den Kopf treffen war damals auch ganz schwer in Mode. Nagelbalken, siehst du ja heute noch auf viele Volksfeste oder auch beim Tag der offenen Tür in der Düppenbecker Straße. Ja, es wird traditionell hier in der Region auch noch mehr genagelt, wenn du so willst. Schon im Ersten Weltkrieg, 1915, wird so ein Riesen-Oschi vor das Ratshaus gestellt, der eiserne Schmied. Und wer dem Holzriesen einen verplätten will, der muss was spenden. Offiziell um für Witwen und Waisen, aber stickum wird das Geld häufig eher dafür genutzt, Witwen und Waisen zu produzieren. Also eher für den Krieg. Und nach dem Ersten Weltkrieg wird dieser Koloss dann eingetütet. Die Nazis stellen ihn hinterher wieder auf. Und nachdem der Zweite Weltkrieg dann ja noch mehr Schaden anrichtet, kommt der Okolyt erstmal ins Lager. Als einiger von wenigen solcher Nagelmänner ist er noch erhalten und jetzt kann man sich begucken im Stadtmuseum. Wo ist mein sicherer Gang? Wo sind meine Schuhe? Wo ist mein Zuhause?